Stellt euch mal vor, ihr seid eine wunderbare Kletterpflanze, wie zum Beispiel eine Gurke, hier sowas wie eine Weinrebe, Bohnen oder auch Ackerwinde. Und ihr wünscht euch nichts Sehnlicheres, als hoch hinauf in die Lüfte zu klettern. Aber ihr könnt nicht oder ihr dürft nicht. Ist schon ein ziemlich dummes Gefühl, würde ich sagen. Und endlich nach 2 Jahren, nachdem ich hier diese ganzen Trauben gesetzt habe, haben wir es jetzt endlich geschafft, das Gerüst aufzubauen. Und das möchte ich euch einfach in dem Video jetzt mal ein bisschen näher zeigen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie gesagt, endlich nach 2 Jahren haben wir das Ranggerüst für die Trauben aufgebaut, damit sie endlich klettern dürfen. Es war ja so, dass vor 2 Jahren ungefähr die Scheune abgebrannt ist und erst kürzlich wieder aufgebaut worden ist. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Und ja, wie gesagt, wir konnten halt das Drahtgitter oder das Spalier nicht aufbauen, weil dann die Handwerker hätten wir es wieder wegmachen müssen. Und wir wollten nicht unbedingt, dass jetzt dann die Trauben an dem Spalier hängen und dann nach den 2 Jahren hätten wir sie wieder runter machen müssen. Das wollten wir jetzt unbedingt vermeiden, weil es vielleicht auch nicht so ganz gut für sie ist. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben jetzt hier zum Beispiel hier den Pfosten. Wir haben insgesamt 3 Pfosten in den Boden reingebohrt und verankert und zunächst 3 Seile angespannt. Schaut dann ungefähr so aus. Und ja, bei den Seilen, die schauen dann hier so aus, die haben wir dann hier mit solchen Haken befestigt, auch festgezogen, auch auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sind noch so ein paar Haken, die kann ich euch auch dann später zeigen. Aber das ist ja jetzt so kleine Konstrukte, wie man jetzt hier so sehen kann. Das ist ein bisschen angespannt und fixiert, wenn es ein bisschen schärfer stellt. Genau. Und wir haben jetzt hier kann man jetzt zum Beispiel hier oben den Haken sehen. Der ist jetzt auf der anderen Seite dort drüben bei den 2. Sind die überwiegend diese Haken und so haben wir die ja jetzt festgemacht, angespannt. Und weil wir halt auch vermeiden wollten, dass die Stangen sich zusammenziehen oder biegen, haben wir es nochmal als Befestigung hier nochmal solche Anker in den Boden gehauen. Da muss ich jetzt vielleicht nochmal so irgendeine Markierung machen, dass die Gemeindemitarbeiter das sehen und nicht einfach kaputt machen. Alles einfach nochmal eine zusätzliche Befestigung, damit halt ja als Gegendruck für die Spannung, die entsteht, damit halt die Stangen an den Seiten außen nicht sich zusammenziehen und alles ja, so ineinander zieht. Was wir jetzt auch gemacht haben, hier, weil wir jetzt den Platz hatten, hat mein Vater Feuerbohnen reingesetzt. Die dürfen hier auch klettern, hier unten. Und sonst versuchen wir jetzt die Trauben an das Spalier ranzuführen, damit die hier klettern dürfen. Einige haben sogar schon Früchte, ich glaube die nicht. Die hier hat Fruchtansätze. Hier kann man einen sehen. Hier ist ein Fruchtansatz. Und sonst ist halt hier nochmal eine Feuerbohne. Und hier vorne haben wir noch Tomaten. Spiralen aufgebaut, damit die auch daran klettern können, wenn wir dann im Herbst wegmachen, wenn die dann runtergeschnitten werden. Aber hier haben wir jetzt auch die ersten Fruchtansätze. Sind gerade mal 2 Jahre alt, dass die jetzt schon Früchte tragen, ist wirklich schön. Hier in der Wildblumenwiese. Und was ich jetzt auch entdecken durfte, was ziemlich schade ist, habe ich eine Kiwi hier gesehen. Also eine sibirische Kiwi ist kaputt gegangen. Die hat eine Katze, glaube ich,
rausgerissen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Hier, genau. Da ist die Stelle. Hier war die Kiwi und hier ist Katzenkot. Also hier ist Katzenkot getrockneter und da hatten wir jetzt eine Katze, eine sibirische Kiwi. Ja, rausgerissen ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe so momentan die viele Schwierigkeiten mit den Katzen. Also die haben auch zum Beispiel beim Hügelbeet haben sie auch ein bisschen rumgegraben und meine Melone rausgerissen. Ist immer sehr ärgerlich. Genauso wie jetzt ein bisschen mit dem Wind, aber das ist mir jetzt egal. Ich mache trotzdem das Video. Und ja, ich werde mir jetzt auch ein paar neue Kiwis bestellen, damit ich sie auch aufleiten kann. Und hier sieht man noch ein bisschen die Azalea und die dicken Bohnen, die auch schon ja weiterhin ihre Früchte tragen. Und wenn wir dann weitergehen, ist halt hier nochmal eine sibirische Kiwi. Der Boden ist halt noch nicht ganz so gut oder locker, den muss ich halt über Jahre hinweg immer wieder aufbauen. Der ist halt ziemlich hart und verdichtet. Da muss ich halt jedes Jahr immer mulchen und ja, Kompost aufbauen und alles mögliche, einfach guten Boden aufbereiten, damit die halt immer weiter gut heranwachsen. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Mini-Kiwi, die ich mal irrtümlicherweise bekommen habe und einfach eingesetzt habe. Das ist eine männliche. Und hier ist jetzt die andere. Da kann man jetzt ein bisschen sehen, das ist jetzt die männliche Kiwi Adam. Schaut auch nicht ganz so gut aus. Werde ich mir auch eine neue bestellen. Ich habe sie halt recht klein vor 2 Jahren reingesetzt und die haben die Kälte nie so richtig gut ertragen können, weil sie noch so jung waren und nicht so gut wurzeln konnten. Und sonst haben wir hier dann noch mal das andere, auch hier die Befestigungshaken auf der anderen Seite und so schaut dann das Spalier von hier aus. Und zum Abschluss hier noch mal ein bisschen die Weinbergpfirsich, ziemlich buschig. Ich weiß gar nicht, ob sie Früchte trägt oder so, aber hier sieht man schon ein bisschen Kräuselkrankheit. Ist auch nicht ganz so schön, muss ich da mal schauen. Ich konnte ein bisschen mit effektiven Mikroorganismen eindämmen. Aber entwickelt sich so langsam, aber stetig. Ich versuche halt die Wildblumenwiese, also hier diesen Streifen über die Jahre hinweg immer ein bisschen weiter aufzubauen, damit hier auch mal Trauben an der Garagenwand hoch entlang wachsen können und irgendwann der Pfirsich auch wunderbare Früchte trägt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet genauso viel Freude und Gefallen daran finden, dass es jetzt endlich wieder ein bisschen vorangegangen ist. Wie immer könnt ihr dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne könnt ihr auch dem Kanal Freunden, Bekannten und Familien weiter erzählen, empfehlen, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Und in der Infobeschreibung findet ihr immer wieder Unterstützungsmöglichkeiten, wie ihr mich und das Projekt weiter auf Trab halten könnt, damit ich hier für euch weiter Videos produzieren kann und ja, weiterhin im Einklang mit der Natur versuche zu gärtnern. In diesem Sinne nutze ich jetzt nochmal das schöne, wunderbare Wetter. Die letzten Tage waren sehr regnerisch und habe neue Erdbeerpflanzen bekommen und die kommen jetzt an ihren Platz. In diesem Sinne, ja, genieße einfach die wunderbaren, schönen Tage und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.